Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Weiter geht's. Heute der letzte Teil quasi von den ganzen solchen Typen. Und zwar haben wir heute die Schattenpest, quasi ein Virus für Vampire. Und wie immer, ich habe das freigeschaltet, indem ich das davor, die Affengrippe, auf brutal geschafft habe. Die Schattenpest ist recht interessant, da ich finde, dass sie so ziemlich die einfachste von diesen vier solchen Typen ist. Und das werde ich euch gleich mal zeigen. Wir spielen das auf normal. Ich habe das auch schon einige Male geschafft. Wir haben inzwischen drei neue Gene, die ich alle noch gar nicht freigeschaltet habe. Das heißt, nehmen wir das mal. Also wir haben eine Menge neue Gene. Drei Sachen wurden jetzt verändert statt zwei. Und ja, es wird halt immer mehr. Wir schauen uns erstmal die Sachen an, die noch übrig geblieben sind, nämlich den Landbonus und die Widerstandsfähigkeit. Und dann haben wir hier eben, wie gesagt, die drei anderen. Falls ihr euch die durchlesen wollt, dann stoppt einfach das Video. Ich werde jetzt hier nur die Namen vorlesen. Als erstes haben wir hier den Hexenmeister, dann unheiliger Ingenieur, Schattenversteck, genügsamer Forscher, irrer Forscher, dann hier drüben haben wir gesunder Esser, Aasfresser, Kämpfernatur, Berserker und Erntemaschine. Und hier drüben, das letzte, haben wir geölte Fledermaus, Schnäppchenfledermaus, Schönwetterfledermaus, Flugangstfledermaus und soziophobische Fledermaus. Genau, wie gesagt, die meisten habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich habe hier einfach das genommen, ja. Es erhöht einfach die Heilung so ein bisschen. Die anderen brauchen wir tatsächlich nicht so. Und hier drüben ist das Einzige, was ich freigeschaltet habe. Also nehmen wir einfach das. Und dann starten wir. Und diesmal tatsächlich nicht in China. Wir müssen auswählen, wo unser Vampir erwacht. Und ich mache das einfach hier in Grönland. Wir haben jetzt quasi ein Vampir, genau. Die Welt hat sich seit damals unglaublich verändert, doch der Vampir wittert bereits das Blut von Milliarden von Menschen, die nur darauf warten, unterworfen und vernichtet zu werden. Wir haben also hier einen kleinen Vampir, ja, und der trinkt gerne Blut. Und wir müssen dafür sorgen, dass er Blut trinken kann. Erstmal hier die Krankheit, da haben wir den Vampir, schöne scharfe Eckzähne. Übertragung haben wir noch keine. Symptome haben wir ein einziges, nämlich den Schattensegen. Das werden wir gar nicht erst anfassen. Ja, das wird erst ganz spät im Spiel kommen. Das wird auch hier eine sehr lange Folge, denke ich mal. Also so locker eine halbe Stunde. Weil es zwei Sachen gibt, die wir quasi bekämpfen müssen. Einmal natürlich die Heilung. Und die ist hier unglaublich schnell. Und da müssen wir einmal die sogenannten, wie ist das? Ach, vergessen, egal. Es sind einfach so Länder, die eben auch, wie beim letzten Mal, so Militärbasen bekommen. Templar hießen die, genau, Templar Industries. Die bauen eben Militärbasen und die müssen wir eben zerstören, damit die eben nicht stärker werden. Wir müssen die ganze Welt einfach unterjochen. Und wir können nicht beides gleichzeitig machen, deshalb teilt man das einfach auf. Einmal zerstören wir die ganzen Militäreinrichtungen und danach beginnen wir erst mit der eigentlichen Plage. Daher werden wir uns vor allem hier aufhalten, unter Vampire, was eigentlich Fähigkeiten ist. Aber zuerst holen wir uns hier den Blutrausch und dann den Adrenalinschub. Damit können wir die Leute in einem Land angreifen und eben dafür DNS-Punkte bekommen. Und wir wollen das auf maximaler Stufe haben, denn es hilft nicht nur, Menschen zu töten, sondern eben auch Militäreinrichtungen zu zerstören. Und wir starten hier in Grönland, weil Grönland das Land ist mit den wenigsten Einwohnern, gerade mal 56.000. Heißt, wir können sehr schnell hier einfach die gesamte Bevölkerung aufessen quasi. Und nicht mehr lange, dann sollte es so Nachrichten geben, dass ein Vampir eben komplett Grönland ausgesaugt hat. Also es wird witzig. Wir werden auch hier immer wieder weiter Punkte holen. Ich werde hier auf 16 Punkte warten. Und wir haben auch direkt schon hier 700, 960 Tote. Also wir bringen die ganz schön schnell um, kriegen dabei natürlich DNS-Punkte.
Und das beschleunigen wir einfach ein bisschen. Ja, dein Vampir kann die Welt verändern. Und blutsaugender Vampir erregt Aufsehen in Grönland. Ja, wir wurden entdeckt und jetzt wissen die Leute quasi, dass wir hier Menschen umbringen. Ich habe mir jetzt hier die dunkle Unterwanderung geholt, aber danach müssten wir uns auch die Mutation holen, denn wir können nicht ewig hier bleiben. Es sind nämlich schon fast ein Viertel tot, genau. Und dann müssen wir weiter, sonst verdurstet der Vampir. Daher müssen wir uns quasi in eine Fledermaus verwandeln. Das machen wir hiermit mit der Mutation. Und ich würde sagen, ich hol's mir schon gleich. Wir müssen eh gleich weiterfliegen. Und danach fliegen wir nach Island, weil es ebenfalls auch nur eine extrem geringe Menge an Leuten dort hat. Und jetzt werde ich es mal verlangsamen. Es sind nämlich fast alle schon tot. Also Grönland, ihr seht, wird grau. Ja, es gibt kaum noch Menschen, die hier leben. Und jetzt verdurstet der Vampir. Machen wir Folgendes, wir nehmen von hier unten die Fledermaus, packen uns auf Grönland und dann können wir mit dem Vampir herumfliegen. Und wir fliegen nach Island, machen dort genau dasselbe. Also wieder hier ein Blutrausch, packen ihn da drauf und warten ebenfalls, bis wieder alle tot sind. Währenddessen werden wir hier die Schattenklingen dann holen, wenn wir denn genügend Punkte haben. Und das läuft dann erstmal so, nicht mehr lange und dann kommen hier die ganzen Militärinrichtungen. Die müssen wir dann zerstören. Die werden natürlich auch mit der Zeit immer stärker, deshalb müssen wir hier auch immer stärker werden. Und bald haben wir auch schon das letzte Upgrade, nämlich die Dämonenwut. Kostet 41 Punkte. Also ist eine ganze Menge. Daher brauchen wir auch so viele Opfer quasi. Dann ist Templar Industries, spricht von weltweiter Vampirbedrohung. Genau. Nicht mehr lange und die fangen hier an, ja, ich rede gerade darüber, die fangen hier an, Militäreinrichtungen zu bauen. Und das ist eine sehr merkwürdige Verteilung. Also wir haben alles von ganz Osten Japan bis ganz Westen USA. Und hier in Europa auch direkt zwei Stück. Die werden wir uns auf jeden Fall als erstes holen. Und ist halt schwierig. Es teilt sich dann halt so auf. Ich glaube, ich gehe dann erstmal nach Zentralasien, Japan und am Ende in die USA. Aber vorher fressen wir Island auf. Und da haben wir auch schon knapp ein Viertel zerstört. Und so läuft das dann eben weiter. Da kommen auch immer hin und wieder Flugzeuge aus diesen verstärkten Ländern raus. Fliegen eben zu anderen Ländern. Und hier haben wir uns Dämonenwut. Die helfen sich dann quasi gegenseitig. Und werden immer stärker mit der Zeit, deshalb sollte man die relativ schnell zerstören. Jetzt holen wir uns hier noch dunkles Ritual. Dabei können wir uns dann heilen, denn wenn wir die Militärinrichtung angreifen, verlieren wir natürlich Leben. Das brauchen wir dann einfach, um wieder gesund zu werden. So, ich würde mir auch ganz gerne die zweite Stufe holen, denn später, wenn wir die USA angreifen werden, wird es ziemlich schwierig, hier etwas noch zu holen. Also wir müssten häufig, ganz häufig uns heilen. Jetzt fliegen wir ins Vereinigte Königreich, Großbritannien, und greifen die dort an, einfach wieder mit einem Blutrausch. Und als erstes ist es natürlich ganz leicht. Haben tatsächlich gar keinen Schaden bekommen. Deshalb werde ich direkt weiterfliegen nach Frankreich. Und dort eben auch weitermachen. Das sind tatsächlich keine Flugzeuge von Großbritannien nach Frankreich geflogen. Heißt, die sollten auch kein allzu großes Problem machen. Genau. Ich werde mich aber jetzt hier nochmal ein bisschen heilen. Und ich würde auch ganz gerne die Reisegeschwindigkeit 1 mir holen. Dann können wir eben schneller in der Gegend umherreisen. Und wir brauchen natürlich auch ein paar Punkte, um eben umherzufliegen und den Blutrausch auszuführen. Deshalb würde ich ganz gerne hier ein paar DNS-Punkte sammeln, falls das möglich ist. Dankeschön. Und dann fliegen wir weiter. Es liegt leider außerhalb unseres Flugradius, deshalb fliegen wir erstmal hier nach Russland und dann eben weiter nach Zentralasien. Oh, zu früh. Jetzt aber. Ich werde es auch mal wieder verlangsamen. Und dann greifen wir an.
Das sollte jetzt auch noch kein allzu großes Problem sein. Aber die USA später wird definitiv schwieriger. So, wir haben ein bisschen Leben abgezogen. Wir heilen uns einfach voll. Dann fliegen wir weiter hier nach China. Und dann müssen wir quasi einmal um den gesamten Globus rum. So, und dann weiter nach Japan. Und dann greifen wir auch an. Ich glaube, das schaffen wir auch schon noch, ohne einmal zu heilen. Aber in den USA wird das dann. Oh. Oh, in Neuseeland ist auch noch eins. Das habe ich gar nicht gemerkt. Also müssen wir auf jeden Fall da noch hin. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut, wir heilen uns erstmal wieder. Und dann fliegen wir wirklich um die halbe Welt. Von ganz Ost, Südost nach ganz Nordwest. Also wirklich eine extrem lange Strecke. Dafür bräuchten wir 22 Punkte. Das ist mir erstmal zu schade. Später werden wir uns ganz sicher holen, aber jetzt noch nicht. Und dann hier Flügel aufspannen und dorthin fliegen. Und dann greifen wir das auch mal an. Das sollte auch noch kein Problem darstellen. Aber jetzt gleich, ihr seht, da kommen drei Flugzeuge raus. Und das macht natürlich die restlichen militären Richtungen viel stärker. So, und ich würde jetzt gerne mal fliegen. Erstmal nach Australien. Ich weiß nicht, ob wir hier rüberkommen. Ich hoffe es. Okay, nein. Wir kommen nicht rüber. Also wir müssen leider noch einen Umweg nehmen. Erstmal hier nach Südasien. Südostasien, genau. Dann nach Pakistan. Und ich denke mal, wir fliegen hier rüber über Westafrika und Brasilien. Daher würde ich jetzt hier lang, dann hier hin, dann kommen wir eben hier rüber und dann kommen wir auch in die USA. Also so. Es ist hier relativ einfach rüberzukommen. Wir werden hier später auch einen Versteck errichten. Das wisst ihr wahrscheinlich. Das wisst ihr wahrscheinlich noch nicht, was es ist. Vielleicht auch doch. Das kommt aber alles noch später dran. Keine Sorge. So, kommen wir jetzt. Ja, wir kommen direkt in die USA. Sehr schön. Also wir sind hier wirklich einmal um die halbe Welt gereist. Und ja, hier müssen wir definitiv einmal heilen, glaube ich. Oder? Oh, wow. Das war bisher nicht so, muss ich sagen. Also bisher habe ich es eigentlich immer ganz gut geschafft. Oder bisher muss ich immer ganz oft heilen. Vielleicht war es dieses eine Gen, was ich da mir eben geholt habe. Jedenfalls holen wir uns jetzt hier ein Versteck. Und wir bauen direkt auch eins, nämlich hier in Südamerika, Südusa, sagen wir es so. Vampir baut versteckt in den USA. Ja, genau. Und dann fliegen wir mal weiter nach Brasilien. Dort bauen wir unser nächstes auf. So, genau hier an der Spitze. Oh, ich glaube, ich kann hier rüberfliegen, auch wenn es außerhalb der Reichweite ist. Aber gut, das ist natürlich sehr schön. Mir gehen die Punkte aus. Heißt, wir müssen gleich nochmal ein bisschen Blutrausch veranstalten. Wir sammeln hier ein paar Punkte. Die Verstecke geben auch Punkte. Allerdings geben sie mehr, je mehr Infizierte ihr in dem Land habt. Also es wäre an sich schon ganz gut, aber ich würde ganz gern vorher noch die Verstecke aufbauen. Hier in Zentralafrika bzw. im Sudan kann man auch noch eins aufbauen, damit man das eben alles abdeckt. Es gibt nämlich hier ein Upgrade, nämlich das Schattenportal. Damit können wir uns von Versteck zu Versteck teleportieren. Und das ist eben sehr nützlich. Dadurch kann man eben die Forschungseinrichtungen, die später aufgebaut werden, sehr schnell zerstören. Ich würde jetzt hier mal ganz gerne einfach nach Zentraleuropa und dort bauen wir auch eins auf. Genau so. Dann reisen wir weiter. Ich würde noch eins, glaube ich, aufbauen.
Komm schon. Ich würde noch eins aufbauen hier in Südchina. Das kostet dann aber auch eine Menge Punkte, ja. 47. So, dann fliegen wir nach China. Und dann müssen wir auch noch ein paar Punkte sammeln, mit Hilfe des Blutrausches. Komm schon. Sehr schön. Und jetzt machen wir hier einen kleinen Blutrausch, bis wir genügend Punkte haben. So, wir haben jetzt genügend Punkte. Und dann pflanzen wir hier auch direkt eins hin. Und ich würde gerne noch ein paar Punkte mehr sammeln. Wir müssen nämlich jetzt nochmal verreisen. Und zwar nach Neuguinea. Ihr fragt wahrscheinlich, warum Neuguinea? Neuguinea hat eine relativ geringe Einwohnerzahl. Ich weiß, zum Beispiel Neuseeland hat gerade mal 4,5 Millionen, aber wir brauchen etwa diese Menge. Wir werden nämlich die gesamte Bevölkerung töten jetzt. Ja. Es wird auch eine Weile dauern, also ich werde da einen Zeitraffer machen. Wir müssen nämlich eine Menge DNS-Punkte sammeln, damit wir uns hier auf den Schattensegen vorbereiten können. Und dafür brauchen wir eine Menge Punkte. Für diese Menge Punkte müssen wir eine Menge Menschen töten, also Neuguinea muss halt eben dran glauben. Und jetzt mache ich einfach hier den Zeitraffer rein, bis ich knapp so knapp 300 Punkte habe. Mehr oder weniger ist jetzt nicht so schlimm, aber etwa 300 sollten es schon sein. Da bin ich wieder. Hier sind fast alle tot, aber mir ist auch noch aufgefallen, dass mir zwei Upgrades fehlen. Zumindest dieses hier, Schattenportal, natürlich. Ich habe die ganze Zeit drüber geredet und ich habe es mir natürlich nicht geholt. Und hier die Reisegeschwindigkeit 2, damit wir eben schneller reisen können. Und wir haben hier keine Bevölkerung mehr. Daher fliegen wir hier noch ein bisschen weiter. Und wir haben nicht ganz die 300 Punkte, die ich haben wollte. Daher werde ich nochmal hier ein bisschen in Neuseeland ein paar Menschen schlachten. Aber wir werden auch gleich beginnen, nämlich mit der Infektion. Wir sind hier ziemlich weit im Südosten. Das liegt daran, dass wir hier die ganzen Inseln quasi infizieren müssen. Es wird relativ schwierig ansonsten mit herkömmlichen Mitteln wie Flugzeugen oder Booten, die da zu infizieren, weil relativ schnell alles zugemacht wird, wenn wir erst anfangen mit der Krankheit. Daher würde ich hier einfach herumfliegen. Wir machen das folgendermaßen. Wir holen uns hier den Schattensegen. Das kostet keine Punkte. Dann gehen wir hier rüber zum Vampir. Ihr seht, hier wurden ein paar Sachen hinzugefügt. Wir werden uns hauptsächlich hier um das blutige Geschenk kümmern. Dann die dunkle Wolke, Schattenfahrt und verpestete Luft. Es hat eine Menge Punkte schon gekostet, 70 knapp. Und wir haben jetzt hier eine Menge Sachen. Falls ihr euch die anschaut, dann seht ihr, dass wir dadurch eben Menschen infizieren können, indem der Vampir einfach in dem Land drinne ist. Und genau das ist das Ziel. Das wollen wir machen. Wir holen uns hier auch nochmal so ein paar Upgrades. Ja, wir werden hier von praktisch allem die erste Stufe holen. Luft 1, Wasser 1 nicht so, weil wie gesagt, das ist für Schiffe und für Flugzeuge. Aber es wird relativ schwer, weil sie relativ schnell alles zumachen. Dann bringen die relativ wenig. Genau. Dann holen wir uns hier noch Nacht aktiv, dann Anämie, Fahlheit, nässende Wunden, Überbiss, Schlagaderbiss und die Schattensklaven. Das sorgt nämlich dafür, dass die Leute, also alle infizierten Leute in einem Land, dir dann quasi gehorchen und auch keine Forschung mehr betreiben. Und das ist quasi das Ziel, dass wir die gesamte Bevölkerung zu Schattensklaven machen. Und deshalb brauchen wir das hier auf jeden Fall. Wir haben immer noch einige Punkte. Daher denke ich mal, dass ich das hier vielleicht, keine Ahnung, auf so ein paar Sachen noch draufpacke. Jetzt haben wir hier noch 25 Punkte. Ja, nehmen wir uns irgendwas einfach. Jetzt macht es im Grunde keinen Sinn mehr. Wir haben hier die Schattensklaven, wir haben das Schattenportal.
Wir haben die ganzen Upgrades hier und hier auch noch einige. Und ja, andere Stress vom Vampir erschaffen. Und jetzt schaut es euch mal an. Neuseeland innerhalb von einem Tag fast vollkommen infiziert. Und wir warten natürlich, bis es alle sind. Jetzt sind es nur noch 11.000, 4.000, 300, okay, jetzt können wir weiterfliegen. Aber hier nach Australien, ja, jetzt sind hier alle infiziert. Ja, andere Stress verursacht Massenpsychose bei Opfern. Und jetzt schaut es euch an. Es geht einfach so schnell hoch. Da, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir die Hälfte. Jetzt haben wir schon, keine Ahnung, zwei Drittel, drei Viertel. Und jetzt sind praktisch schon alle infiziert. Und das machen wir jetzt bei praktisch jedem Land. So, es sind auch nur noch 500.000, dann können wir auch gleich weiter. Ihr seht, Indonesien hat auch schon den Flughafen zugemacht, sowie Japan und so weiter. Also ja, ganz Europa hat praktisch schon hier die Häfen, nee, die Flughäfen zugemacht. Also es wird relativ schwierig, darüber Leute zu infizieren. Deshalb machen wir es einfach manuell per Vampir. Und wir warten einfach lang genug, bis ganz viele Menschen hier infiziert sind. Und dann fliegen wir weiter. Es sind noch 10 Millionen, aber das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Dann haben wir hier die Philippinen. Und die sollten auch recht schnell fallen. Währenddessen hole ich mir das hier noch, Vampir erwachen. Das sorgt dafür, dass ganz viele Menschen sterben, aber wir können einen zweiten Vampir dadurch bekommen, was natürlich die Infektionsrate deutlich steigert. Vampir erwachen beginnt, ja natürlich, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir haben hier schon ganz viele Infizierte, ich würde auch langsam weiterfliegen, sonst verschwenden wir hier ein bisschen unsere Zeit. Und wir müssen auch Augen aufhalten. Die Heilmittelforschung läuft schon, aber wir suchen, das war ein WLAN, huch, wir suchen nach Forschungseinrichtungen und irgendwie ist die Krankheit jetzt nach Indien gekommen, warum auch immer. Jedenfalls müssen wir die dann zerstören und das machen wir, indem wir uns einfach an praktisch jede Ecke der Welt teleportieren und dort dann eben die Forschungseinrichtungen zerstören können. So, Japan, es sterben eine ganze Menge, aber es werden auch eben eine Menge infiziert. Da haben wir eine Forschungseinrichtung in Madagaskar. Da fliegen wir auch gleich hin. Ich würde hier ganz gern noch Japan vollkommen infizieren. So, ja, es sind nur noch 8 Millionen. Und dann machen wir Folgendes. Wir teleportieren uns in den Sudan, infizieren da natürlich auch und kriegen auch eine Menge Punkte. Aber jetzt fliegen wir weiter nach Madagaskar, um dort die Forschungseinrichtung zu zerstören. Währenddessen hole ich mir hier noch ein paar Sachen zur Infektion. Und gleichzeitig können wir auch natürlich Madagaskar infizieren, was ganz gut ist. Und wir haben direkt die Forschung ja, beendet. Dann müssen wir hier rüber nach Argentinien, um dort eben auch die Forschungseinrichtung zu zerstören. Also es ist jetzt quasi so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und wir haben einen neuen Vampir in Indonesien, den heilen wir mal ganz kurz. Und jetzt infizieren wir irgendwelche Länder, warum auch immer. Und ich würde sagen, wir gehen mit dem nach Nordamerika. Und mit dem gehen wir zurück, nämlich hierhin. Wir haben nämlich in Simbabwe eine Forschungseinrichtung. Und das wollen wir nicht. Wir zerstören die also. Im Raumklima geht es schlecht. Okay, dann holen wir uns hier so ein paar Sachen, um das eben ein bisschen zu verbessern. Das zerstören wir mal. Damit fliegen wir jetzt nach Europa. Oder wir teleportieren uns hin. Ganze Punkte interessieren mich inzwischen gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich kann den Vampir nicht steuern, wenn da so viele Punkte herumschweben. So, zerstören wir das. Und von hier aus fliegen wir mal nach Westafrika und infizieren dort ein paar Menschen.
Und wir müssen natürlich die Karibik auch noch infizieren und das Vereinigte Königreich. Heißt, das machen wir auch gleich mal, indem wir da kurz hinfliegen. Dann fliegen wir hier hin. Hier gibt es eine Menge Forschungseinrichtungen. Heißt, wir müssen ihn auch unbedingt mal zerstören. Und die Forschung läuft auch ganz schön an, deshalb können wir hier etwas machen. Nämlich dunkle Pusteln, Überempfindlichkeit, bösartige Pigmentierung, das erschwert alles die Heilung. Und das wollen wir natürlich auch. Dann fliegen wir hier weiter. Oh. Und jetzt stoppen die Heilung wieder. Fliegen wir mal nach Russland, ist relativ groß. So, Algerien ist komplett infiziert. Ich würde gerne nach Kanada, da sieht es nämlich ganz schlecht aus, gerade mal 12 Infizierte. Das müssen wir ändern. Karibik ist auch noch nicht infiziert. Ja, was haben wir noch? Wollen wir uns hier die Antibiotika-Toleranz und dann hier irgendwelche Upgrades. Das macht inzwischen keinen Unterschied mehr. Wir haben quasi die gesamte Welt in unserer Hand. So, und dann würde ich mal hierhin fliegen. Kanada ist jetzt auch ganz, ganz schwer dran. So, und dann können wir auch weiter fliegen in die Karibik. Und wir sind da gelandet, wurde direkt alles infiziert, also nach Spanien. Dort gibt es nämlich noch ein paar Widerständige, die gerne eine Heilung hätten. Das wollen wir natürlich nicht, also stoppen wir die Forschung. Und die Karibik ist auch fast vollkommen infiziert, also wir gehen wieder zurück. Wir fliegen einfach nach Frankreich und mit dem Vampir nach Norwegen. Also ihr seht hoffentlich, dass es sich extrem lohnt, einen zweiten Vampir zu holen. So, da können wir die Heilung nochmal weiter erschweren. Und da haben wir uns noch weitere Upgrades mit mehr Menschen sterben, warum auch immer. So, das greifen wir einmal an. Da kriegen wir auch noch ein paar Punkte. Sollten nicht mehr alle Länder, es sollten nicht mehr zu viele sein. Finnland, Norwegen und Frankreich. Norwegen ist fast vollkommen infiziert. Fliegen wir mal nach Finnland, da gibt es nämlich noch eine Forschungseinrichtung, die gerade so aufgeploppt ist. Da haben wir nur noch Frankreich. Und das sollte dann auch alles sein, genau. Ich fliege mal da auch noch hin. Ah, macht keinen Unterschied mehr. Wir haben es geschafft. Das war's. Anderer Stress hat die Welt unterjocht. Und sobald der Vampir landet. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Androstress hat die Menschheit vernichtet. Vampire herrschen jetzt über die Welt. Krankheitsverlauf, ja, sieht ganz witzig aus. Ist am Ende ganz stark hochgeschossen alles. Dann den Weltverlauf. Ja, es sind einige gestorben, sogar fast die Hälfte. Aber wir haben in sehr kurzer Zeit praktisch alle infiziert. Und der Heilungsverlauf, ja, der ist gar nicht erst hochgekommen. Heißt, wir sollten an sich eine recht gute Leistung erbracht haben. 1650 Tage, ja, die Krankheit braucht immer ein bisschen etwas länger, aber es ist an sich relativ einfach, die zu schaffen. Weiter. Und das ist mal tatsächlich eine Bewertung. Wir haben die DNS-Sequenz komplex, Schwierigkeitsgrad normal, der Krankheitstyp ist Vampir, Zeit 1650 Tage, Heilmittelfortschritt bei 7%. Gesamtwertung von 162.260 Punkten und 5 von 5 Sternen. Also das ist wirklich eine Traumbewertung, könnte man sagen. Und wir haben hier den Aasfresser freigeschaltet. Und das war's quasi mit Plague Incorporated. Falls ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ja, solltet ihr auch schreiben, was ihr sehen wollt. An sich war's das aber dann mit dieser Traumbewertung. Beende ich dann quasi hier das Let's Play. Sollte es nicht dazu kommen, dass ihr euch noch mehr wünscht, dann werde ich mit ein paar anderen Sachen anfangen. Ja, ich werde ein paar Spieltests wieder machen. Ihr könnt natürlich auch vorschlagen, was ihr als nächstes sehen wollt. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, schreibt es in die Kommentare und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Tschüss.